Es geht weiter, der Mega Irland XXL Candy Hall. Der so groß ist, dass ich gleich zwei Videos drehen musste. Ich zeige euch mal ganz kurz die tolle Tüte. Ja, ich liebe Möpse. Die sind wirklich süß. Die Tüte ist noch halb gefüllt und jetzt machen wir direkt weiter. Ihr sollt euch doch nicht langweilen. Und weiter geht's mit einem Waffelprodukt. Auch als Junkfood-Guru muss ich auf Kalorien achten und habe deswegen diese leckeren, ich weiß nicht, ob die lecker sind, Creamy Mellows gekauft. Nur 55 Kalorien. Ein echtes Low-Fat-Produkt, ein Diät-Produkt. Mal gucken, ob es auch super und es auch super schmeckt. Ich glaube, es wird Marshmallow gefüllt. Fand ich sehr interessant, ja. Und meine Lieblingsviecher, ihr wisst, was meine Lieblingsviecher sind. Das sind die Minions. Und die habe ich jetzt in sauer erwischt. Ja, die Minions sind doch eigentlich lieb und süß und nett und manchmal ein bisschen doof. Aber die sind sauer. Wie die schmecken, bin ich mal gespannt. Tenji steht da drauf. Die Minions in der sauren Edition von unseren Haribo. Ja, Haribo macht nicht nur Kinder froh und so weiter und so fort, sondern macht auch weltweit froh. Das sind nämlich auch irische Haribos, Jolly, Jungle. Fand ich auch ganz interessant. Mal gucken, ob die gleiche Konsistenz haben wie die deutschen Weingummis. Ich habe schon festgestellt, dass Haribos im Ausland so ein bisschen anders schmecken. Und ehrlich gesagt, liebe ich unsere deutschen Haribos am meisten. So, und wo wir gerade bei Haribo sind. Schaffe ich das? Ja, ich schaffe es. Ich habe noch eine dritte Tüte Haribo aus Irland. Das sind die Farmer's Friends. Ist das nicht cool? Die Freunde des Bauern. Und das ist auch so süß illustriert, der Haribo-Bär als Bauer. Man könnte das vielleicht sogar in Deutschland rausbringen als Bauer sucht Frau Edition. Wäre das nicht toll mit den ganzen Bauern als Weingummis oder mit Inka Bause als Special Edition? Ich weiß es nicht. Haribo Farmer's Friends mag ich. Das ist auch so weißer Schaumzucker darunter, wie sich das nennt. Das mag ich eh am liebsten. Die Weingummis noch dieses weiße Zeug drunter haben. Lecker, lecker, lecker. Die werden mir auf jeden Fall schmecken. Da bin ich fest und überzeugt. So, was ist denn das? Das ist eine riesige, lange Stange. Nennt sich, sieht auch aus wie aus einem vorherigen Jahrhundert oder Jahrtausend. Nennt sich Charleston Shoe. Sieht, also ich vermute mal, wenn ich so drauf hatte von der Konsistenz, es ist ein riesiges, langes Mauarm, was man wahrscheinlich in einem Stück sich reinschieben kann. Finde ich super interessant. Bin gespannt, ob das auch so toll schmeckt wie Mauarm oder auch Mamba. Das mag ich auch. Dieses Kau, süße Zeug. Super. Genau. Und ein Klassiker aus England. Die liest man auch häufiger mal im Internet von. Das berühmte Cadbury Cream Egg. Das habe ich wiederum auch im Aldi gesnackt, gekauft, weil es war günstig im Angebot, nur 2,50 Euro. Fand ich billig, ist anscheinend ein Angebot da gewesen. Und da ist, glaube ich, so Karamell drin, oder? Also ich bin mal gespannt, ob mir das wirklich schmeckt. Das wird ja immer so gefeiert. Aber ein Schokoei gefüllt mit Karamell sieht zwar nicht so besonders aus, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich bin sehr gespannt. So, wir waren eben schon bei kauigen Sachen. Das habe ich auch noch gefunden. Das ist, wisst ihr, was das ist? Schaut mal. Strawberry Jelly. Das fühlt sich an wie, ja, wie Gelatine. Das fühlt sich an wie Gelatine. Das ist auch so ein Gelatine-Klumpen. Da drin ist einfach nur ein Gelatine-Klumpen mit dem Geschmack Erdbeer. Wahrscheinlich, als wenn man so ein Glas Marmelade isst. Also Marmelade, die zu 100% aus Gelatine besteht oder so. Naja, bin ich sehr gespannt. Das Ganze habe ich noch in der Geschmacksrichtung. Nee, das ist Strawberry. Da nicht, du Depp. Das ist Raspberry. Ja, es ist immer so ein bisschen schwer, Spiegelverkehr zu lesen. Das ist Strawberry, das ist Himbeere. Zwei Sorten. Zweimal. Oh, riecht das? Lecker. Zweimal Gelatineklumpen. Ich bin gespannt, wie die schmecken. Hört sich nicht so lecker an, aber vielleicht sind die richtig geil. Wer weiß. Und jetzt kommen die KitKat-Kracher. Ich habe schon gespoilert in der Tüte und die erste KitKat-Sorte, die ich gefunden habe. Oh mein Gott. Toffee Treat. Ja, wie eben schon gerade erwähnt, Iren, Engländer, sie mögen Toffee und Minze. Und das ist KitKat Toffee Treat. Und allein schon der Riegel, das sieht so geil designt aus, oder? So mit dem Wellenmuster oben drauf bin ich mega, mega gespannt drauf. Mit KitKat werden wir noch ganz viel Spaß haben. Denn es folgt schon die nächste KitKat Special Edition. Und das ist KitKat Cookies and Cream. Sieht auch mega geil aus, klingt überlecker. Also Cookies and Cream ist bei mir auf der Vorabliste schon ganz weit oben. Ich würde sagen sogar auf Platz 1. Da freue ich mich richtig, richtig drauf. Von allen KitKat-Sorten, die ich gefunden habe. Und wo wir bei KitKat sind, wollen wir direkt weitermachen mit Sorte 3. KitKat Orange. Wie exotisch ist das denn? Bitteschön. Und wie kommt man auf die Idee, die mit Orange zu würzen oder den Geschmack daran zu machen? Ich habe keine Ahnung. Gibt es auf jeden Fall. Werde ich mal probieren. Vielleicht können Sie mich ja sogar überzeugen. Und last but not least, nee,
Das ist das vorletzte KitKat, Vanille. Das ist wiederum auch ganz weit oben bei mir. KitKat Vanille habe ich auch noch besorgt. Bin ich gespannt, wie geil der Vanillegeschmack da durchkommt. Mega. Und ja, ohne Witz, ich habe noch eine KitKat Edition mitgebracht. Und das ist Mocha, Mocha, wie man das ausspricht, Limited KitKat Edition. Irland, du bist mein Land des KitKats und deswegen mag ich dich richtig von den Süßigkeiten her. Ich liebe KitKat und ich bin gespannt, wie das KitKat Mocha schmeckt, Mocha oder Mocha, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen nach Kaffee, bin ich riesig gespannt drauf. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr lecker. So, und dann noch eine ganz traditionelle Süßigkeit, die ich natürlich gerade entdeckt habe. Das ist Karamell-Waffel-Biscuits, die sehen sehr, sehr lecker aus, also sind traditionell, die haben immer die gleiche Größe, original size since ever, also immer so gleich groß wie sie aussehen. Da bin ich gespannt, wie diese Karamell-Waffel-Kekse schmecken werden. Ich mag es. Ich mag einfach dieses authentische Verpackungsdesign, das hat bestimmt genauso auch vor 50 Jahren ausgesehen. Das ist so Tradition und das finde ich irgendwie süß bei Süßigkeiten. So, dann habe ich noch was. Ich weiß noch, woher es ist, direkt aus dem Aldi. Ich fand die Seelöwen eigentlich ganz süß. Was es genau ist, konnte ich noch nicht identifizieren. Irgendwas mit Milch, Keks, Schokolade könnte richtig geil sein. Schauen wir mal, ob uns die Robbe dann wirklich auch Gaumenfreuden bereitet. Apropos Gaumenfreuden, das habe ich gekauft, weil es heißt, wie es heißt, Munchies. Das muss doch schmecken, oder? Wenn ihr etwas Munchies heißt, da muss es auch schmecken. Bin ich sehr gespannt drauf, was das ist. Ob so Karamellhappen sind oder ob ich mir da die Zähne ausbeiße, ich weiß es nicht. So, und der letzte Riegel aus der Tüte ist ein Drifter, Nestle Drifter Riegel. Kenne ich nicht. Sind zwei Schokoladendinger drin. Was genau das Ganze ist, bin ich auch sehr gespannt drauf. Hat auf jeden Fall pro Bar 120 Kalorien. Mächtig, lecker ist es bestimmt auch. Und das ist die leere Tüte. Aber ich gebe noch einen kleinen Bonus obendrauf, weil es gerade so schön ist. Denn ich war ja auch in diesen kleinen Candy-Shops. Und da habe ich noch so eine richtig schöne, schaut mal, so eine coole Tüte aus Pappe, organisch abbaubar. Ich muss ja mal in den USA denken, wieder ihren Schnaps raustrinken. Aber mein Schnaps sind Süßigkeiten und deswegen sind hier nur Süßigkeiten. Also wisst ihr, wenn die da ihre Bierdosen reinmachen und dann in der Öffentlichkeit ihr Bier nippen. Aber das sind Süßigkeiten. Und das geht los mit was ganz Buntem. Gops. Wie heißen die? Gobstopper? Klingt schon ziemlich irre, so bunt. Sieht aus wie aus den 70ern. Austin Powers würde die Dinger wahrscheinlich richtig feiern. Deswegen, ich musste sie einfach kaufen. Es ist, glaube ich, so, hört mal. Hart, süß, zuckrig, wird bestimmt geil. So, und die gibt es sogar in zwei Sorten. Denn das hier ist die zweite Sorte. Und die sieht noch freakiger aus, oder? Die Farbe hat mir so gut gefallen. Und weil da Snowballs draufsteht und Jawbreaker sind. Was heißt eigentlich Jawbreaker? The Change Colors and Flavors. Heißt das Zahnbrecher? Ich weiß es nicht. Aber klingt schon mal sehr, sehr, sehr spannend. Und jetzt kommen wir zu einem wahrlichen königlichen Prunkstück. Da ist sie. Die Wonka Bar, von der wir alle seit der Schokoladenfabrik mit Willy Wonka geträumt haben. Und vielleicht ist das goldene Ticket drin. Und dann könnte der Junkfood-Guru dahin reisen. Das wäre schon der Hammer. Die Wonka Bar. Einfach wunderbar, oder? Dann habe ich noch ein paar süße Lollis gekauft. Guckt euch das Häschen an. Niedlich. 85 Cent, auch guter Preis. Noch ein süßer Lolli. Das ist, glaube ich, eine Raupe. Auch 85 Cent. Konsistenz ist so Jelly-mäßig, so Weingummi-mäßig. Das ist nochmal der Hase. Und dann habe ich nochmal den Ghostbuster. Sieht ein bisschen aus wie Superman als Logo, finde ich. Und hier noch ein Ghostbuster Schokololli für 1 Euro. Ja, Schokolade kostet 25 Cent mehr als das Jelly-Zeug. Und ein Klassiker, den ich aus Deutschland noch kenne, aus meiner Kindheit, aus dem Freibad kenne ich ihn noch. Richtig geil, diese Duo-Dips, wo man halt so eine Stange hat und die dann anleckt und steckt man wieder rein in dieses Brausepulver und dann schmeckt das richtig geil. Ich liebe es! Gibt es auch noch in Deutschland an ausgewählten Tankstellen. Ist wirklich mega geil. So, und was haben wir hier noch? Ja, das ist noch ein süßer Bienenlolli. Und zu guter Letzt gibt es etwas, womit ich wahrscheinlich auch noch Freude haben werde. Das sind die Jelly Boost Beans, bekannt aus diversen YouTube-Challenges, denn da sind die Bohnen haben die gleiche Farbe und eine Bohne schmeckt nach Kacke und die andere schmeckt irgendwie lecker. Also jeweils, man weiß nicht, welche die leckere Bohne ist von den beiden. Ne? Das ist so ganz bekloppt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Auch ein stolzer Preis, muss ich sagen, 5 Euro für so ein bisschen Jelly Bean Power. Aber ich glaube, damit können wir noch richtig viel Spaß haben. So, das war der Mega Candy Haul aus Irland. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, das ganze Zeug einzukaufen und ich würde mich super freuen, wenn ihr das belohnt, mit einem Daumen nach oben, mit einem Kommentar, wie gesagt, ihr könnt mir wirklich noch schreiben, schreibt mir rein, was soll ich hier als erstes von dem geilen Zeug testen, was wollt ihr unbedingt in einem Einzelvideo sehen,
Das würde mich mega freuen. Abonniert den Kanal und wir sehen uns und hören uns bald. Danke!